Wir sind hier auf der Tank- und Rastanlage Denkendorf. Wir sind gerufen zu einer Tiernotlage, dass mehrere Hunde in einem Kleintransporter eingeschlossen sind und der Eigentümer keinen Zugang mehr schaffte zu seinem Fahrzeug, weil sich Türen verklemmt hatten. Wir haben dann erkundet, was die beste Möglichkeit ist, und über die Seitentüre konnten wir eine Verkleidung dann aufschneiden mit einer sogenannten Säbelsäge und konnten da ein Loch in die Verkleidung schneiden, sodass der Eigentümer in sein Fahrzeug krabbeln konnte und die hintere Türe dann öffnen konnte. Die Türe sind alle im Leben, die sind gerettet, die können jetzt versorgt werden mit Trinken und Essen. Ich glaube, es war noch nicht ganz so schlimm. Die Tiere haben sich noch ruhig verhalten. Insofern ist die Situation jetzt hier entspannt und gelöst.